Gonzalo Zarate gibt auf dem Sportplatz Moos in Wetzwil-Bonstetten sein Comeback in der Schweiz. Doch vorerst spielen sich andere in den Vordergrund. Nuzzolo zum Beispiel, der schon in der zweiten Minute vom früheren Luzern, GC und Aarau-Profi Daniel Joller gelegt wird. Penalty für IB. Raul Bobadilla läuft an. Und via Pfosten trifft er zum frühen 1:0. Der erst 19-jährige Alessandro Merlo ist chancenlos. Zu präzis schießt der Argentinier. IB-Trainer Martin Rueda hat den Erstligisten mehrfach beobachtet. Das Team von Martin Dosch belegt in seiner Erstligagruppe derzeit Rang 10. IB versucht von Anfang an, das Tempo hochzuhalten. Raimondi Schuss kann Goli Merlo nur nach vorne abprallen lassen. Bobadilla Tor 2:0 nach 10 Minuten. Aber der Treffer zählt nicht. Zu Recht. Denn bei Raimondis Schuss steht Bobadilla im Offside und greift danach aktiv ins Spielgeschehen ein. Nach 20 Minuten Freistoß Illy. Tor, Popov, aber auch hier gibt Schiedsrichter Erlachner den Treffer nicht. Er hat auch hier eine Offside-Position geahndet. Ivan Benito hätte das Nachsehen gehabt. Benito, der für den verletzten Marco Wölfli spielte. Wölfli, einer von 3000 Fans. Gonzalo Zarate wird hier nach 25 Minuten von Stefan Kohler gefoult. Freistoß für IB. Alexander Farnerud trifft nur die Latte. IB sucht mit Vehemenz den zweiten Treffer. Wetzwil-Bonstetten gerät immer stärker unter Druck. Bobadilla, Nuzzolo, Farnerud, diesmal hat es geklappt. 31. Minute 2:0 für IB durch den schwedischen Mittelfeldspieler. Tja, und fast wäre der junge und gute Torhüter Merlo noch dran gewesen. Die Berner bleiben aktiv. 3 Minuten später. Nuzzolo. Zarate und Bobadilla vollendet 3:0 für den Superligisten. Das zweite Tor für Bobadilla, vorbereitet von Landsmann Zarate. Wetzwil-Bonstetten will seinen Fans etwas bieten. Langer Einwurf Joller. Aksic überläuft Raimondi. Seinen Pass erreicht Nico Buchmann. Der 21-jährige Captain verkürzt noch vor der Pause auf 1:3. Ein Tor, das der KV-Angestellte richtig genießen kann. Und das Publikum lässt sich die gute Laune auch durch den 2-Tore-Rückstand zur Pause nicht nehmen. Die zweite Halbzeit. Daniel Joller. Der 34-jährige Routinier verschuldet auch den zweiten Penalty des Spiels mit seinem Foul an Zarate. Der kurz zuvor eingewechselte Vitkiewicz trifft in der 67. Minute zum 4:1. Alles klar für die Berner. Kurz vor Schluss noch einmal Alexander Farnerud. Doppelpass mit Vitkiewicz. Und der Schwede erzielt seinen zweiten Treffer. Mit 5:1 gewinnen die Young Boys ihr Cup-Spiel in Wetzwil-Bonstetten. Für den Zürcher Erstligisten war es ein Erlebnis der speziellen Art.